Ursprünglich hatte ich das Gefühl, ich müsste zurückkehren zu dem Repertoire, in dem ich mich absolut zu Hause fühle und auskenne. Habe aber festgestellt, dass nach dem Jahrzehnt der Beschäftigung mit der Trilogie, denn wir haben ja zu jedem Album auch noch 2,5 Jahre Tournee gemacht und so weiter, dass es eigentlich schon wieder eine etwas andere Attitüde geworden ist. Das hängt natürlich mit allerlei Dingen zusammen. Erstmal haben wir ein neues Produzententeam, wir haben auch die Band etwas umformiert, wir haben auch die ganze Erfahrung. Ich glaube schon, dass es einen Musiker auch irgendwie verändert, beeinflusst, wenn er 3 Jahre lang eine Aznavour-Nummer singt oder 3 Jahre lang Cole Porter-Nummern singt oder 3 Jahre lang Fred Buscaglione-Nummern singt, dann das brennt sich irgendwie auch in deine Musikerseele ein. Und du kannst da nicht so tun, als hättest du das alles nicht gemacht. In der Rückschau, es gibt eben in diesen alten deutschen Songs auch diese Anlehnungen ans französische Chanson, an die Canzone. Weil auch diese Komponisten alle international immer geguckt haben, was ist so Fred Buscaglione, der für etliche Lieder unseres Rom-Albums gesorgt hat, war ein großer Jazzmann. Und wir stellen fest, die Michael Jari oder Heino Gaze-Songs sind Speerspitze des jeweiligen unterhaltenden Jazz der jeweiligen Zeit. Viele glauben ja, ich wäre so auf diesem Gleis, von dem es keinen Blick nach links und rechts gibt. Aber das ist natürlich Quatsch. Ich versuche nur, mich folgerichtig zu entwickeln. Ich versuche, das Repertoire folgerichtig aufzubauen, mich als Instrumentalist und Arrangeur folgerichtig zu entwickeln. Ich bin kein großer Freund dieser totalen Sprunghaftigkeit. Ich will mich nicht mit jedem Album neu erfinden, aber ich möchte mit jedem Album einen Jahresring draufsetzen. Aber ich soll schon meinen Charakter haben. Das ist wie mit der Unterschied zwischen Mode und Stil. Ja? Wenn du dich an der Mode orientierst, dann kannst du alle halbe Jahre deinen Kleiderschrank verbrennen und musst neue Sachen kaufen. Aber wenn du versuchst, einen Stil zu entwickeln, dann bist du modisch jenseits der Mode. Und so ähnlich sehe ich das als ideale Berufsbeschreibung eines Musikers. Pathos ist schön im Arrangement. Wenn das Orchester, wenn da das Christkind kommt, ja, also dann ist wirklich, das ist wunderbar. Aber ich finde, wenn jemand wie ich, also jemand, der so singt, wie ich singe, so einem Orchester vorsteht und singt, dann muss das unpathetisch sein. Und genau durch diesen Bruch, durch diesen Sonnenaufgang, ja, da hinter dir, ja, und diesem aus deiner kleinen Körperlichkeit heraus dargebotenen. Das ist, glaube ich, der besondere Reiz. Und das ist dann der Moment, wo auch das Publikum es akzeptiert. Es gab früher schon so Leute wie Bully Bulan und so, die wirklich mit so einer kleinen Stimme so ganz locker nebenbei das gemacht haben. Aber eigentlich wurden diese großen Balladen und Schlager immer mit großem Gestus vorgetragen. Und ich versuche, ein großes Gefühl mit einem kleinen Gestus vorzutragen.